Hier versteckt die Herzogin doch was. Genau, ihre Ponyfransen. Bei dem 75. Jahrestag der Royal Air Force in der St. Clemens Dane Kirche in London schmückte Kates hübsches Haupt ein schicker Fascinator, der die herauswachsenden Strähnen gekonnt verbarg. Im September vergangenen Jahres kehrte die 34-Jährige überraschend mit einer neuen Frisur aus der Babypause zurück. Jetzt scheint ihr die Lust auf den franzigen Look bereits wieder vergangen zu sein. Da kommt es der Zweifachmama gerade recht, dass edle Kopfbedeckung bei royalen Damen oftmals zur Arbeitsuniform gehört. Doch bei genauem Hinsehen fällt auf, immer wieder lugen ein paar Ponysträhnen hervor. Macht aber natürlich nichts. Kate lässt sich davon nicht verunsichern. Und so haben wir die Herzogin doch am liebsten. Ganz natürlich und immer mit einem Lächeln auf den Lippen.